Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Jesse, sehr geehrte Landtagspräsidentin, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Landtagsabgeordnete, liebe Bernauerinnen und Bernauer, aber vor allen Dingen auch sehr geehrte Bauleute. Wir haben heute hier ein äußerst freudiges Ereignis zu begehen. Ein Rathaus wird in Bernau statistisch alle 200 Jahre gebaut. Und insofern haben wir heute auch tatsächlich ein historisches Ereignis zu feiern. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich trotz dieses Wetters, das ist ja doch etwas frisch, hier heute hergekommen sind. Ich will ganz kurz den Bauablauf nochmal skizzieren. Anfang 2018 fand der Abriss des alten Gebäudes hier in der Bürgermeisterstraße 25 statt. Dann begannen wir mit dem Baugrubenverbau und im April fing die Bernauer Firma Marc-André Krüger mit den Rohbauarbeiten an. Wir haben hier den Grundstein am 30. Mai gelegt und wir haben dann den Rohbau hier Woche für Woche, Monat für Monat hochwachsen sehen und ich denke durchaus in Rekordzeit. Diese kommunale Investition in erheblichem Umfang ist natürlich eine Investition auch in die kommunale Wirtschaft. Wir sind erfreut, dass es uns gelungen ist, im Rahmen der Ausschreibung, dass sich auch ein ganz Teil Bernauer Firmen haben durchsetzen können. Neben den Firmen PST und 3S, die den Abriss bzw. den Grubenverbau realisiert haben, haben wir uns gefreut, dass die Firma Marc-André Krüger hier letztendlich als Bernauer Firma den Rohbau hochgezogen hat. Wir haben uns gefreut, dass die Firma Hoffmann aus Bernau den Beton geliefert hat. Wir haben uns gefreut, dass die Rüstungsfirma Schmidt & Schmidt aus Bernau die Rüstung stellen konnte, dass Holzfensterbau Bernau letztendlich die Fenster baut und dass die Schlosserei Janowski aus Bernau sämtliche Schlosserarbeiten hier durchführen wird. Und insofern ist es eben doch offensichtlich so, dass ein ganz Teil der Firmen auch mit durchaus sportlichen Preisen versucht, sich an dem Rathaus zu beteiligen und ein ganz klein bisschen Lokalpatriotismus auch manchmal über wirtschaftliche Erwägungen siegt. Und insofern freuen wir uns, dass Sie hier alle mitwirken. Ich möchte natürlich auch noch an dieser Stelle Dank loswerden. Dank zunächst an die Planer. Die Planer haben ja ein wenig unter uns gelitten. Änderungswünsche, Ergänzungswünsche, Ausbauwünsche, Umbauwünsche, die dann letztendlich da eingeflossen sind in dieses Projekt, um letztendlich ein Haus der Bürger daraus zu machen, mit den ganz vielen Nutzungsmöglichkeiten, die neben der Verwaltung in diesem Haus zu finden sein wollen. Sei es, dass es der Bürgersaal ist, der für viele Veranstaltungen zur Verfügung stehen wird. Sei es, dass die Gastronomie im Erdgeschoss und auf der Dachterrasse dafür steht. Oder dass wir die Aussichtsplattform ganz oben über der Stadt gebaut haben, sodass jeder Bernauer der Verwaltung aufs Dach steigen kann und den Blick über die Stadt wagen kann. Insofern haben die Planer sicher sehr gelitten und trotzdem denke ich, werden wir heute und wer sich das Haus nachher ansieht, sehen, es hat sich gelohnt und die Planer haben hier tatsächlich auch ein äußerst imposantes Gebäude, ein äußerst luftiges Gebäude, ein äußerst freies Gebäude geplant. Ich möchte mich natürlich bedanken bei dem Bauamt, die diesen Bau für die Stadt begleiten. Und da steht natürlich auch nicht zuletzt der Baudezernent für Herrn Jankowiak, der erst ganz cool sagte, ja, das ist eine von mehreren Baustellen, die wir hier in der Stadt haben. Und wo man dann doch über die Monate merken konnte, dass es immer mehr zu seiner eigenen Baustelle wurde und er sich doch äußerst stark mit diesem Bau identifiziert. Und es geht, glaube ich, symptomatisch vielen so. Es geht vielen so, die immer wieder an dieser Baustelle mitwirken, dass sie immer mehr hineinwachsen und es zu ihrer Baustelle wird. Und wir hoffen natürlich, dass es letztendlich zur Baustelle für all unsere Bürger wird. Und wir hoffen, dass wir natürlich im nächsten Jahr mit diesem Bauprojekt fertig sein können. Wir haben viele Diskussionen darüber erlebt. Wir haben erlebt, dass natürlich über die Kosten diskutiert wird. Wir haben damals gesagt, im Rahmen des Bürgerentscheides, dieser Bau wird um die 20 Millionen kosten. Wir haben im Moment keinen Anlass, dass dieser zur Sorge, dass wir das Geld nicht schaffen, auszugeben. Aber wir haben auch keinen Anlass zur Sorge, dass es deutlich mehr wird. Wir möchten uns bedanken natürlich beim Land Brandenburg, die durch erhebliche Förderungen es ermöglicht haben, natürlich im Rahmen der Stadtsanierung hier Mittel einzusetzen und letztendlich damit auch dafür sorgen, dass dieser Bau so fertiggestellt werden kann. Und ich möchte mich natürlich bei den Stadtverordneten bedanken, die diese Entscheidung mitgetragen haben und auch durchaus zu Zeitpunkten mitgetragen haben, wo es durchaus umstritten war, ob dieser Bau und in dieser Größe und in dieser Art angemessen wäre. Ich danke Ihnen, dass Sie den Mut hatten, diese Entscheidung zu treffen und ich danke Ihnen, dass Sie diese Entscheidung auch gegen Widerstände durchgehalten haben.
Und dann, denke ich, haben wir hier auch noch was anderes gemeinsam erlebt. Wir haben gemeinsam erlebt, dass die Bevölkerung letztendlich über diesen Bau abzustimmen hatte. Sie haben im Rahmen eines Bürgerentscheides sich entschieden, trotz gegenüber den ganz ursprünglichen Planungen deutlich gestiegenen Kosten, dass dieser Bau erfolgen soll. Mit 60%, und das ist eine komfortable Mehrheit und eine demokratische Entscheidung. Und ich gebe gerne zu, wir sind heute froh, dass es diesen Bürgerentscheid gegeben hat, weil es eine größere Legitimation für so einen Rathausbau eigentlich kaum geben kann. Meine Damen und Herren, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Bauleuten bedanken, die wir hier in den letzten 9 Monaten erleben konnten. Ich war ja doch etwas häufiger hier auf dieser Baustelle. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch ein bisschen auf den Nerv gegangen. Ich bedauere, dass Herr Seeger so weit in der Ecke dort steht. Das ist der Polier, der also hier diese Baustelle in hervorragender Art und Weise im Griff hatte. Und insofern... Das, was Sie hier mit Ihrem Mann geleistet haben, war was ganz Hervorragendes. Ich hoffe, wir haben nachher auch die Gelegenheit, das erste Mal übrigens auf dieser Baustelle ein Bier zu trinken, weil ansonsten habe ich leider hier nicht Bier gesehen. Meine Damen und Herren, ich will es nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Es ist nämlich frisch und kalt und ich freue mich insofern, dass als nächstes wir die Grußworte der Frau Staatssekretärin Jesse hören. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister Stahl, sehr geehrter Herr Landrat Kurt, sehr geehrte Landtagspräsidentin Britta Stark und vor allen Dingen liebe Bürgerinnen und Bürger hier aus Bernau, liebe Gäste. Ich möchte Sie natürlich auch ganz recht herzlich hier begrüßen und vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen, Ministerin wäre auch gerne gekommen, aber wir sind überall im Land unterwegs. Also Ministerium ist auf jeden Fall vor Ort eine gute Sache. Ich war ja hier schon zur Grundsteinlegung und von daher war ich echt gespannt, was passiert ist. Und das in der Kürze dieser Zeit. Also kann ich wirklich auch nur eine Gratulation aussprechen den Bauleuten hier vor Ort. Vielen Dank. Bernau ist schon eine Stadt, die sich gut entwickelt und vor allen Dingen auch wächst. Und Wachstum bedeutet immer große Anstrengung für die Stadt. Soziale Infrastruktur muss stimmen, ich sage jetzt mal Kita, Schule beispielsweise, Einkaufsmöglichkeiten, Mobilitätsfragen, all diese Fragen müssen gelöst werden. Und wir als Land Brandenburg wollen natürlich gerne unterstützen. Und eine Frage, die sich auch immer hier vor Ort stellt zur Mobilität, ist S2 und 10-Minuten-Takt. Die Landtagsabgeordneten oder auch Frau Britta Strah fragt dann regelmäßig nach bei uns. Wir haben zusammen mit dem Land Berlin eine Vereinbarung abgeschlossen unter Deutschen Bahn, dass wir insgesamt die S-Bahn um Berlin herum weiterentwickeln wollen. Und dazu gehört natürlich dieser Bereich hier auch. Wir haben letztes Jahr 6 Millionen insgesamt Planungskosten eingebracht. Dieses Jahr werden es 10 Millionen werden. Also wir nehmen es wirklich ernst, die Infrastruktur weiter hier auszubauen. Ja, unbezahlbares Wohnen ist für Sie natürlich auch ein wichtiges Thema hier vor Ort. Und seit der Wende sind hier über 81 Millionen Euro bewilligt worden, hier alleine für Bernau. Und das war sind das 2800 Wohnungen. Ja, nicht nur Mobilität, unbezahlbares Wohnen ist ein Thema, sondern wir wollen natürlich auch attraktive Innenstädte und ein gutes soziales Miteinander fördern. Und wir wollen nämlich eine Stadt für alle. Und dafür gibt es die sogenannten Städtebaufördermittel. Und hier sind auch seit der Wende insgesamt 28 Millionen hier nach Bernau geflossen. Und ein Schlüsselprojekt für die Städtebauförderung ist auch hier das Rathaus. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Projekt für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Im Zentrum jetzt in Würze, das dauert ja noch ein bisschen, Verwaltungsservice dann zu haben und zwar barrierefrei auch noch erreichbar. Aber ich muss eins zum Schluss sagen, eine solche positive Entwicklung, wie Sie hier auch in Bernau haben, gelingt aber nur, wenn die Stadtverwaltung und vor allen Dingen die Stadtverordneten die richtigen Entscheidungen vor Ort treffen. Und ich habe ja gerade jetzt auch nochmal wahrgenommen, hier gab es auch nochmal einen Bürgerentscheid. Und wenn das zusammenpasst, ja, dann funktionieren genau solche Entwicklungen in den Innenstädten. Also von daher nochmal vielen Dank an den Bürgermeister. Vielen Dank an die Stadtverordneten, vielen Dank aber auch an die Bürger und Bürgerinnen hier vor Ort.
Und deswegen, liebe Bernauerinnen und Bernauer, Sie können echt stolz auf Ihre Stadt sein und freuen Sie sich auf das baldige Angebot der Stadtverwaltung. Aber heute wollen wir natürlich das Richtfest feiern. Vielen Dank. Ich bitte jetzt Herrn Landrat Kurt um ein Grußwort. Sehr geehrte Frau Präsidentin Stark, liebe Britta, sehr geehrte Staatssekretärin, Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, liebe Ines Jesse und natürlich lieber Bürgermeister André Stahl, liebe Bürgerinnen und Bürger, bestimmt sind Stadtverordnete, Kreistagsabgeordnete unter uns, Bürgermeister, vielleicht auch der Nachbarregion. Sie alle grüße ich von dieser Stelle recht herzlich. Vor allem aber liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bernau. Und zu Recht ist Ihnen schon mehrfach mit deutlichem Applaus gedankt worden. Herzlichen Gruß auch an die Bauleute, an die Planer, an die Architekten. Heute ist ja nicht nur die Frage, ob man im Baupreis bleibt oder ob es im Zeitplan bleibt, sondern heute ist ja eigentlich die Frage, Sie kennen das von zu Hause, ob Sie überhaupt noch jemanden kriegen, der für Sie baut. Und deshalb nochmal Ihnen herzlichen Dank. Und ich habe auch Marc-André Krüger gerade nochmal gefragt. Die wichtigste Botschaft ist auch, bisher ist hier unfallfrei gebaut worden. Niemand hat sich verletzt, auch das sollte uns wichtig sein. Und vielleicht lag es ja auch daran, dass es bisher hier eben genau kein Deal gab, aber heute, wie ich gehört habe. Also gut, dass es so gegangen ist. Und ich sage auch herzlichen Gruß an die Big Band der Musikschule. Ihr baut hier ganz wunderbar, aber zur Unterstützung kommt der Kreis dann eben doch dazu, wenn die Musik gespielt wird. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass auch ich hier einige Worte sagen darf. 2018 hat mein Vorgänger Bodo Irke gemeinsam mit dem Bernauer Bürgermeister hier den Grundstein für das neue, für das moderne Rathaus gelegt. Und schon heute können wir das Richtfest hier feiern. Das ist tatsächlich Bestleistung. Wir waren uns einig, dass wir über Bauzeiten anderer Großvorhaben an der Stelle kein Wort verlieren hier. Eine wachsende Stadt wie Ihre verdient natürlich ein adäquates Rathaus und das haben Sie als Bürgerinnen und Bürger eben verdient, insbesondere deshalb, auch das ist erwähnt worden, weil Sie sich dazu in einer Abstimmung tatsächlich auch mit mehr als Deutlichkeit bekannt haben. Sie wollen eine neue Anlaufstelle, die Sie in die Lage versetzt, Leistungen der Verwaltung entgegenzunehmen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden das bekommen, was sie verdient haben, nämlich vernünftige Büros, angemessene Arbeitsbedingungen. Sie alle werden kurze Wege haben, Stichwort Synergien, davon werden alle profitieren. Sie werden in der Verwaltung moderner und effizienter arbeiten können. Und eben auch für Veranstaltungen, nicht nur für den Blick über die Stadt, aber auch dafür, eben fürs innerstädtische Leben wird das Rathaus definitiv ein Zugewinn werden. Davon bin ich ganz klar überzeugt. Und ich bin da auch Erfahrungsträger. Danke. Nämlich mit dem Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde, der neue Standort für die Kreisverwaltung, das heißt, so neu ist er nicht mehr, 10 Jahre alt. Auch vor dieser Entscheidung gab es viele kritische Stimmen. Heute ist dieses Paul-Wunderlich-Haus aus der Mitte der Stadt Eberswalde nicht mehr wegzudenken, wird von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Wir haben ein Filmfest, wir haben ein Jazzfest, wir haben auch eine Verwaltung. Die Reihenfolge stimmt vielleicht nicht ganz. Ich freue mich für die Stadt Bernau außerordentlich, dass wir heute dieses schöne Ereignis zusammen begehen können. Und Frau Staatssekretärin hat aus meiner Sicht zutreffend auch auf die anderen Punkte hingewiesen, wie gute Bildung, gute Kita, gute Infrastruktur. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir beide auch gut zusammenarbeiten. Wir werden alsbald also auch noch weitere schöne Ereignisse haben. Wir werden neue Schulen als Landkreis hier in der Stadt Bernau errichten. Wir werden den ÖPNV spürbar verstärken. Das Land wird seinen Beitrag leisten. S2 war heute schon als Stichwort. Was lange währt, wird hier an dieser Stelle jetzt schon gut. Die anderen Sachen werden demnächst gut. Glück auf für alle. Herzlichen Dank und alles Gute. Ich darf Ihnen versprechen, es ist schon das letzte Grußwort. Und zwar der Geschäftsführer des Oberunternehmens, Herr Marc-André Krüger, wird jetzt eingefordert. Ja. Herzlich willkommen. Ob das jetzt ein Grußwort ist, sei dahingestellt. Ich freue mich ganz besonders, im Namen meines Teams sagen zu können, wir sind echt stolz, diesen Rohbau hier im Zentrum Bernaus realisieren zu dürfen. Wir sind jetzt in der Endphase. Am Montag wird man sehen, ist der Kran dann weg. Hier wurden 18.000 Lohnstunden von den Jungs abgeliefert bei Wind und Wetter. Und ich denke wirklich, mit der Bauzeit kann man äußerst zufrieden sein. Und Herr Kurt, Sie haben es erwähnt, das Entscheidende ist,
bisher unfallfrei. Und das wünschen wir uns natürlich auch für die folgenden Gewerke. Ich bedanke mich zuallererst bei meinem Team, die wirklich in hervorragender Weise hier gearbeitet haben. Pünktlich, ordentlich, sauber, so soll man uns und so soll man uns auch wahrnehmen. So werden wir auch in der Region, auch in der Stadt Berlin, in der wir vornehmlich bauen, wahrgenommen. Dass so eine Objekte in Bernau entstehen und andere Wohnparks zeugen ja auch davon. Das zeigt die enorme Entwicklung der Stadt, die natürlich einhergehen muss mit anderen Entwicklungen. Aber da bin ich frohen Mutes und die Stadt Bernau mit demnächst weit über 40.000 Einwohnern hat dieses Rathaus wirklich verdient und es ist absolut notwendig. Als nächstes freue ich mich, dass wir sagen können, die Kirche steht ja noch. Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Nachbarbebauung Tatsache noch vorhanden und das Rathaus steht hier nicht alleine. Also die Leute, die hier mit diversen Briefkastenaktionen agiert haben, die werden nun eines Besseren bedacht. Und ganz wichtig ist, hier ist nichts passiert. Wir bedanken uns auch für die super Zusammenarbeit, die professionelle Zusammenarbeit mit allen Planern, mit dem Bauteam aus dem Rathaus, mit dem Sicherheitsfachmann und mit der ständigen Betreuung unseres Bürgermeisters André Stahl. Ich muss sagen, er kennt sich weit besser aus in diesem Gebäude als ich. Und ich kann nur aufrufen dazu, Herr Stahl, allen Unkenrufen zum Trotz, allen Presseberichten, ein Bürgermeister gehört in dieses Haus und Sie verlassen doch bitte demnächst dieses alte Rathaus, damit Sie im Epizentrum sind und alle Entscheidungen hautnah auch treffen können. Also, heute wünschen wir uns einen tollen Tag. Die Sonne scheint, wie bei der Grundsteinlegung. Und wenn das kein gutes Omen ist, alles Gute. Herzlichen Dank und wir kommen jetzt zu dem Akt des Einschlags der letzten Wege und danach wird Herr Witzki, der die Baustelle als Bauleiter Ingenieur betreut hat, den Richtspruch sprechen. Ja, ja, aber dann kennen Sie auch noch das hier, hier waren wir ja auch das erste Bau. Ja. Vor Jahren war das ja ein alter Lebensmittel, die Baracke, das heißt mit Obst und Gemüse, das war ja Obst und Gemüse. Ja, richtig. Und dann haben sie da auch irgendwas gefunden, das ist es damals hingezählt. Ja, die hatten sie auch einiges. Wir hatten sie auch. Ja, ja. Der Richtkranz, Jugend ins Land. Und stolz und froh ist denn jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Drum wünsche ich, so gut ich's kann und kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick, dem neuen Hause recht viel Glück. Wir bitten Gott, der in Gefahren uns alle Zeit so treu bewahrt, er mögt das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art. Nun nehme ich froh das Glas zur Hand, gefüllt mit Sekt bis an den Rand, und mit dem perlenden Saft der Reben will ich ein jedermann die Ehre geben, wie sich's nach altem Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist ausgeführt. Der erste Schluck der Bauherrschaft und Architekten, muss weg hier. Sie soll nehmen. Meistens sind doch Stein. Stein!
brauchte man zu allen Zeiten nicht nur den Kopf, nein, auch die Hand. Drum noch einen Hoch den Handwerksleuten, durch deren Kraft der Bau entstand. Auch sie sollen leben hoch. Nun ist das Glas wohl ausgeleert und weiter für mich nichts mehr wert. Drum werfe ich es zu Boden nieder, zerbrochen braucht es keiner mehr. Doch Scherm, Glück und Segen der Bauherrschaft auf allen Wegen.